Schnallen Sie sich an für die heutige Ausgabe. Wir präsentieren das neueste Supercar von McLaren, der P1. Citroën zeigt der DS3 Cabriolet und wird auch am Autosalon geehrt. Und die Weltpremiere von dem Rolls-Royce Wraith. Genf ist der Spielplatz für Supercars und McLaren hat das auf jeden Fall erkannt. Er zeigt der Nachfolger zum legendären F1, neben Sergio Perez, der P1. Das Ergebnis ist spektakulär. Ein riesiger Diffusor, ein genauso beeindruckender Spoiler und ein fein modellierter Motorhaube. Alles ist so gestaltet worden, um die Aerodynamik und Downforce zu optimisieren. Der P1 ist ein radikales Auto. Alles dabei ist für die Rennstrecke konzipiert. Es ist unglaublich leicht, aber das A und O ist, dass es unglaublich leistungsstark ist, mit einem einmaligen Antriebsstrang. Am hinteren Teil findet man eine überarbeitete Version von dem V8 3,8 Liter Biturbo-Motor, der in dem MP4 12C benutzt wurde, aber hier bis 737 PS verstärkt ist. Er wird auch mit dem F1 inspirierte Kehrsystem Elektrikmotor kombiniert, für eine gesamte Abtriebsleistung von 916. 916 PS und was die Geschwindigkeit anbelangt, 0 bis 300 km/h in unter 7 Sekunden. Diese sind alle unglaublich schnelle Zahlen und eigentlich erreicht der P1 300 km/h 5 Sekunden schneller als der legendären McLaren F1. Eine wahre Exklusivität. Nur 375 Exemplare von den 1 Millionen Euro Supercar werden hergestellt. Genießen Sie einen Vorgeschmack auf den Frühling mit dem neuen Auto von Citroën. Man kann das Autodach mit einer einzigen Geste aufmachen und nur etwas weiter kann man auch die Heckscheibe öffnen. Der DS3 Cabrio bietet eine wahre Sonnenkur an. Man kann das Autodach auch bei 120 km/h aufmachen. Aber dank seiner herausragenden B-Säule im Stil einer Haifischflosse ist dieser üppige Stadtwagen sofort als DS3-Familienmitglied erkennbar. Wir zielen hier Männer und Frauen gleichmäßig ab, weil Frauen Autos mit Charakter und Persönlichkeit lieben. Sportliche, ziemlich muskulöse Autos, das lieben sie und die Männer auch von Natur aus. Also haben wir wirklich ein Ziel von 50% Männer, 50% Frauen, mit der Möglichkeit, den DS3 individuell anzupassen. Avec toujours cette possibilité de personnaliser en fonction de son goût DS3. Die Version Cabrio von dem DS3 kostet im Durchschnitt 2.500 Euro mehr. Citroën wird in Genf geehrt. Die französische Marke wird mit dem Preis für den 10. Creativity Award ausgezeichnet. Citroën wurde versetzt, also haben sie davon profitiert, um ein größeres Ausstellungsort mit 2500 Quadratmeter zu nehmen. Die Zugänglichkeit, ein freundlicher Empfang, die Genauigkeit von der am Stand erhältlichen Informationen, über 10 verschiedene Kriterien hat Citroën die Jury von dem 10. Creativity Award überzeugt. Das macht den Unterschied, weil es eins von denen am vollkommensten Stände ist. Es gibt eine große Mischung von Technologien. Man hat nicht nur die Bildschirmfassaden, man hat Bildschirme mit verschiedenen Formen. Und die Position von dem DS ist absichtlich einfach. In diesem Universum. Er ist so komplex, dass man nicht einfach vorbeilaufen kann. Der Stand wurde in zwei geteilt. Eine dunkle Seite, wo die Qualität der Materialien präsentiert wird, und die weiße Seite für technologische Innovationen. Das ist ein derart detaillierter Stand und das entspricht perfekt das, was Sie von der Marke erwartet haben. Außerdem denke ich, dass wir dieses technologische Charakter wirklich versucht haben, am Stand darzustellen. Luxus geht Hand in Hand mit Kraft in Genf. Rolls-Royce präsentiert die Weltpremiere von dem Wraith, der stärkste Rolls-Royce bisher. Das opulente Interieur von dem eleganten Wraith bietet ein sehr zeitgenössisches Designstatement an.
Alles beginnt hier mit diesen Edelholzoberflächen, diese sogenannte Cannandale Paneling. Wir haben zwei natürliche Holzarten, Walnusswurzelholz und Palisanderholz. Und unsere Handwerker in Goodwood haben eine Methode entwickelt, wobei sie diese riesigen Holzstücke so pressen, damit es sehr zeitgenössig, sogar fast Boutique wirkt. Contemporary, almost boutique way. Diese Einrichtung läuft durch das ganze viersitzige Auto und weckt damit das Gefühl, an Bord einer edlen Luxusjacht zu sein. Dieser Holztäfeling ist unser Hauptdesign-Statement. Sie umringt wie ein Steinschleuder. Sie umringt beinahe alle vier Personen im Auto und steht bereit für die Fahrgeschwindigkeit, für dieses fantastische Gefühl von müheloser Bewegung. Unserer Meinung nach sprechen wir vielleicht ein jüngerer, lebendiger, moderner Kunde mit dem Wraith an, vor allem mit dem Interieur. Genau wie alle Rolls-Royce geht es um mühelose Bewegung, statt mörderisch schnelle Fortschritte zu erzielen. Aber trotzdem, dank seinem 632 PS V12 Motor erreicht der Wraith 100 km/h in nur 4,4 Sekunden. Gegen Ende dieses Jahr werden die erste Lieferung von dem 245.000 Euro Auto erwartet. Vergessen Sie nicht, auf unserer Facebook-Seite für Ihr Lieblingsauto abzustimmen. Für welche Weltpremieren schlägt Ihr Herz?